Ein herzliches Willkommen und hallo zu einer weiteren Part Kingdom Hearts. Ich bin es, euer MCMafix. Wir sind am Weltenende, Leute, und ich glaube, man erkennt sofort, dass wir hier sind, Leute. Eine Welt von den Herzlosen, die dort erschaffen wird und wenn wir sie stoppen, auch hoffentlich verschwindet. Hier schon kurz nochmal die Ausrüstung rein. Ich würde fast sagen, wir tun Sterntreu wieder anlegen. Ja, wir tun Sterntreu wieder anlegen. So, denn, ja, Leute, hier brauchen wir wirklich unsere stärksten Sachen, um hier irgendwie zu bestehen. Oh, Items muss ich ja ganz dringend mal wieder an. Oh, Items muss ich ja ganz dringend mal wieder hier anwählen. So, Äther. Boah. So. Äther und dann noch ein High-Äther. High-Äther-Hammer. Oder Mega-Äther. Mega-Äther meine ich natürlich. Ein Finale-Elixier haben wir auch. Das tun wir mal hier statt einer High-Potion mitnehmen. Unser Ass im Ärmel. So, okay, dann, und den anderen beiden gebe ich lieber noch nichts, weil wer weiß, ob sie es einsetzen, das wäre das Schlimmste. So, hier haben wir unser ganzes Zeug, was wir alles nicht brauchen. Und ein Zelt und ein Camperset, wunderbar. Gut, obwohl, das könnten wir jetzt sogar mal einsetzen, ein Zelt, das haben wir, glaube ich, auch noch nie eingesetzt. Wo haben wir es denn hier, Truhe? Hütte. Voller LP, kann man nie benutzt werden, ja, kann man benutzen. Haben wir alle wieder voll MP, das ist super. Ausrüstung, blablabla. Was wollte ich schon? Abilities wollte ich schauen bei Sora. So, dann können wir noch kurz schauen, weil ich möchte Ragnarok wieder wegmachen. Und hier ist andere. Der Tollwut, weg. Und Ragnarok ist immer geil, aber Tollwut ist echt unnütz. Totzkopf. Mit einem Minimalwert LP steigt die Kampfigkeit. Das ist hammercool. Machen wir natürlich. Und Wellenangriff. Ja, mach mal. Ist relativ für Max MP wert. Okay, gut. Gut, dann... das ist die falsche Richtung. Da müssen wir lang. So, Leute. Wir reisen immer weiter hier zum Weltenende, Leute. Dort hinten wartet Anzim. Dort wartet das Herz der Herzlosen. Man muss es so sagen. Und dort wollen wir hin. So, ich würde sagen, wir holen uns noch die Kisten auf der Seite. Wenn wir hier schon looten, dann looten wir mal wirklich alles. Und wer weiß, vielleicht wartet noch... Oh, da kommen wir gar nicht hin. Doch, da kommen wir hin. Wer weiß, was hier noch schönes war. Ach, das ist eine Kiste, die uns runter teleportiert. Stimmt's? Komm schon. Ich möchte nochmal diesen riesen Klops haben. Da hat man ja schon mal den Bossfight, hat man ja schon mal vorher. Jetzt will ich den Bossfight einfach nochmal haben. Also der Bossfight unter der Hallebärschen kommt jetzt hier einfach so als Standardgegner. Das ist ganz locker, flockiger, entspannter Standardgegner. So richtig lustig halt. So, die sind mir nervigsten hier mit ihren blöden Kühlchen. Wir haben einiges zu tun, Leute. Mal abgesehen davon, dass wir Anzim besiegen wollen, wollen wir natürlich auch herausfinden, was mit ihm geschehen ist. Er war der Forscher über die Herzlosen und ein Freund hier von Leon und so weiter. Und ich kann nicht verstehen, Leute, wie eine solche Person, der weiß, wie gefährlich die Herzlosen sind, sich denen anschließen konnte und die jetzt sogar beherrscht, Leute. Das ist eine gute Frage und ich hoffe, wir werden sie auch beantwortet bekommen. Natürlich müssen wir auch immer noch Riku finden, der wo Anzim ja seinen Körper übernommen hat. Und natürlich. Das sieht nämlich gut aus. Ihr haltet natürlich gelegen, oder? Ja, ihr haltet. Und natürlich dann auch den König. Wer weiß, wo der steckt. Den haben wir auch das ganze Spiel noch nicht getroffen. Einzige, was wir immer von ihm gehört haben, war ein Brief. Das war das Einzige, was wir von ihm gehört haben. So. Weg da mit dir. Ach, jetzt weiß ich, woran mich die erinnern. Natürlich. An die riesigen Schattengiganten da, die. Also von uns, also erinnert euch sicher noch an den ersten Part des Spieles, also den ersten größeren. Das war ja so die Nachahmung von uns, also unser Schatten. Und der erinnert mich ein bisschen danach. So. So. Alle gemacht, kein Ding. Diesmal lief's gut. Vorlief's um einige Geschlechter. Solange der Donald und der Goofy sich irgendwie selbst heilen und ich mich nicht um sie kümmern soll, dann sind sie mir sympathisch. So, komm, ich möchte nochmal so einen riesigen Klops haben. Der gibt 400 Erfahrungspunkte, das war... Dafür, dass er so riesig ist, immer noch ganz schön wenig, aber dafür, dass er jetzt echt nicht so stark ist, ist das ganz cool. So, ist ja. Oh, hier ist eine unsichtbare Wand. Ich hasse unsichtbare Wände. So, komm, da werden wir wieder runtergezogen. Grüne Kisten ziehen uns einmal runter. Grün ist eine Farbe, die einen so runterzieht. Gell, Xbox? So, gut. Oh nein, wir kümmern uns gar nicht erstmal um die Standardherstellung, da können sich meine Freunde drum kümmern. Aber seht mal, das sind jetzt auch wieder Gegner halt mit moderaten Lebensbalken. Aber diese einen mit dem Schwert, die haben einfach so einen riesigen Lebensbalken. Das ist schon echt hart, wenn man sich das überlegt. Weil ich meine, okay, so Standherzlose, natürlich, die müssen stärker werden. Aber schau dich mal an, wie viel Leben der hat. Das ist ein ganzer Lebensbalken, was der da hat. Also von einem Boss meine ich jetzt. Also das ist schon echt hart. Also Boss hat vielleicht zwei oder drei von den Balken, aber trotzdem. Sind alle meine Teamkollegen gerade down? Oh, cool.
Eigentlich muss man bei dem eigentlich nur eine Strategie aufpassen. Ein oh. Was, jetzt macht er diesen hässlichen Schwertblick da? Kann man die Attacke überhaupt ausweichen? Wahrscheinlich kann man der irgendwie ausweichen. Egal, wir kümmern uns ganz kurz um den. Jetzt hat er sich hier wieder zur Form gewandelt. Und jetzt machen wir ihn kurz alle. So. Wie gesagt, die Strategie, was ich bei dem meine, ist einfach, man muss einfach konstant einfach die ganze Zeit drauf. Und dann kann er sich nicht wehren. Das ist immer cool. So. Bam. Geschafft. Und noch ein bisschen Leben eingesackt. Oh, mein Teamkollege hat auch Leben eingesackt. Das war mein Leben. Mein Leben. Und nur noch was würde ich sagen. Geschafft, Leute. Wir haben alle Kisten hier gelootet. Nicht schlecht. Und nun können wir wohl weiterreisen. Schauen wir mal, was uns hinter diesem riesigen Portal erwartet, Leute. Schaut euch das an, Leute. Es ist echt, aber man kann motzen über Kingdom Hearts, was man will, aber Atmosphäre hat dieses Spiel einfach. Leute, schaut euch mal an. Das sieht echt so aus. Das ist halt wirklich ein letztes Level. Und das lässt es, schreit es hier auch von allen Ecken, Leute. Das Ende der Welt heißt dieses Level nicht ohne Grund. So. Wir setzen noch ein Zelt ein. Wir haben eh so viele Hütten. Also nicht erzählt hier. Was ist eigentlich der Unterschied? Kann nur im Menü. Volle LP-Erlung der Gruppe. Kann nur im Menü benutzt werden. Verstehe gar nicht. Achso, Zelt macht nur LP. Camper sind MP um 3 und Hütte ist eigentlich das Beste. Und Hütte finden wir die ganze Zeit. Finde ich cool. Finde ich super cool. So, jetzt werden wir nochmal nach unten hier geportet. Wunderschön. Sonst wäre es ja zu leicht gewesen. So, wo sind wir jetzt? Oh! Nochmal einer von den kleinen. Beomod. Basilisken! Jetzt habe ich einen Namen. Basilisken heißen die Viecher. So, Goofy, danke, dass du vor mich gejumpt bist und die Attacke abgewehrt hast. Basilisk heißt das Viech. Hä? Hey, oh, er macht nicht die Attacke nochmal. Basilisk heißt das Viech. Ja, ja, ich kann mich erinnern. Das war ein Basilisk. Ich habe es nicht nachgeschaut, Leute, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Basilisk vom Namen wäre. Das ist mir der Name eingefallen. So, haben wir schon den dritten hier besiegt. Aber beim ersten Mal nicht so, beim ersten Mal war er am härtesten, weil uns da einmal diese eine Attacke über der Stadt. Also, beim zweiten Mal war er richtig easy peasy. Und schauen wir mal, wie der jetzt so wird. Also, wir haben ihn ja schon. Oh, jetzt macht er diese Blitzattacke. Kann man den überhaupt ausweichen? Ich glaube nicht. Ich würde es einfach mal nein sagen. So. Attacke. No, ach so, er macht die Attacke. Übrigens, mir fällt auf, er kann unter einem Klick man doch Schaden ab. Was ich nicht so cool finde. Ich hätte es schön gefunden, wenn man unter ihm wirklich gar keinen Schaden bekommt. Aber ist ja im Endeffekt wurscht. Früher haben die Dinger besser anvisiert. Also das erste Mal, wo wir ihn gekämpft haben, da haben die Dinger eindeutig besser einen anvisiert. Jetzt treffen die eigentlich gar nicht mehr. So. So, wir haben ihm zwei Lebensbalken schon abgezogen. Jetzt hat er noch anderthalb. Das passt. Also die Blitzattacke, der ich nicht ausweichen kann. Aber die Musik ist schön dramatisch. Ich liebe dieses Anfangs-Kingdom Hearts. Das ist echt so richtig erdrückend, Leute. Dieses Fiend da. So. Und es passt auch hier wunderschön zu der Welt. Oh, warte, wenn ich es schaffe, ihn auf einen Balken zu reduzieren. Oh, das wollte ich nicht. 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 Ha, aber immer den Dingern ausgewichen, sehr schön. Okay, ich dachte, wenn ich ihn auf einen Balken reduziere, dann greift er vielleicht nicht mehr an, aber ich glaube, ich muss ihn auf einen halben Lebensbalken reduzieren, dass er wieder eine kleine Pause macht. Ja, so. Jetzt macht er erstmal wieder Pause, wir werden es nicht ganz schaffen, ihn alle zu machen, besonders bei meinen Teamkollegen. Wo sind meine Teamkollegen? Ich glaube, die werden gerade von dem unter hier zerdrückt. So. Aber läuft alles, passt alles. Meine Teamkollegen stehen einfach unter dem. Bitte seht mich nicht, schau Sora an, Klaus, schau Sora an. Sora ist die größere Gefahr. So kommst du mir gerade so vor, was meine Teamkollegen da waren. So, richtig nett hier, richtig nett hier. Ach, gerade stehst du aber immer echt dumm. Der geht immer nach unten, dann geht er nach oben. Dann geht er nach unten, dann geht er nach oben. So, ja, mach deinen Move wieder. So, kein Ding. Oh, das war schlecht, das war richtig hart schlecht. Das war richtig schlecht, Leute. So. Zweiter komm, ist noch dann Hammers. Gehst du noch einmal down? Das wäre ganz geil. Nicht so down. Oh, so, musst du nochmal heilen? Ich habe jetzt eher gemeint, dass du hier nochmal so hier dich auf den Boden legst. Warum sterben meine Teamkollegen hier über den? Bei denen kann man echt locker hier durchstehen. So, wir haben es gleich geschafft. Und das war schon mal. Nochmal schöne 24 Erfahrungspunkte. Und Nein, mein Teamkollegen bekommt es. Nein, meins. Alles meins. So. Gut, Leute, wo werden wir nun hin? Das sah jetzt hier ein bisschen anders aus als die anderen Locations. Ich denke, wir haben es weiter geschafft. Hoffe ich jetzt einfach mal. Oder kommen nochmal hier 20 Endfights. Ich hätte kein Problem. Ich mag Endfights. Oh, Leute, wunderbare Welt. Sieht so harmonisch und nett aus. Passt zu den Herzhausen.
wo Anton wohl hingegangen ist. Ich wette, wir finden ihn da, wo es am gefährlichsten aussieht. Noch gefährlicher als hier, wo wir irgendwie in merkwürdige Space-Universen teleportiert werden, wo herrlose Bossfights kommen? Geht's noch schlimmer? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Okay, oh, irgendwie erinnere ich mich hier dran. Ah. Aber wirklich so bruchhaft, Leute. So bruchhaft erinnere ich mich hier dran. Ich würde mal sagen, da runter müssen wir, oder? Aber wir bekommen ja eh keinen Fallschaden. Also ist es ja im Endeffekt eh wurscht, wenn ich hier runter klatsche. So, ein Speierpunkt. Wunderbar. Gut, speichern wir. Wahrscheinlich waren da hammergeile Kisten, aber das ist mir auch wurscht. Wir speichern. Sind Level 48 bei knapp 17 Stunden und dann kann man direkt weitermachen. Das Führen des Bösens. Oh Leute, ich glaube, das war der letzte Speicherpunkt. Das war der letzte Speicherpunkt des Spiels jetzt. Deswegen, glaube ich, erinnere ich mich dran. So, ab in noch tiefere, ungewisse Ebenen. So, jetzt sind wir... Sah kurz aus wie ein Maul, irgendeine Bestie oder so. Bitte sag nicht, dass ich mich jetzt einfach wieder hoch teleportiert habe. Ich wollte nicht nach oben wieder. Oh, ich bin wieder oben. Ja, okay, dann gehen wir direkt wieder runter. Und schauen, was uns dort unten so Schönes erwartet, Leute. So, hier ist ein weiterer Teleport. Der bringt uns wieder irgendwo Schönes hin. An so schöne Orte. Wie hier irgendwelche merkwürdigen Bestien. Ah! Bin wieder in das Ding gegangen, Mann! Oh, ich gehe in die falschen Teleports. So. Wir haben Zeit. So. Das ist ein Strom der Finsternis. Gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. Und diesen Ort kennen wir doch. Traverse Town, Leute. Die Herzlosen. Ihr wisst ja, dass die Herzlosen überall erscheinen, Leute. Und so wie es aussieht, ist das die Welt, wo sie herkommen. Das ist die Welt, wo sie immer erscheinen, Leute. Ihr seht ja immer, wenn sie kommen, dann teleportieren sie sich ja zu uns her, Leute. Und scheinbar haben wir diesen Ort gefunden, wo sie das jetzt immer machen. Und so wie es aussieht, besuchen wir jetzt nochmal hier. Zum Ende des Spiels nochmal jede Location hier des Spiels, Leute. Also, ich weiß jetzt nicht, ob wir jede besuchen, aber zumindest eine Location. So, den kleinen Button hier. Hammergeil auch. Ich liebe sowas, so Best-of-Levels. Das ist immer sehr cool am Ende so eines Spieles. So, warte mal. Mal schauen, wo der hinläuft. Schade, ich dachte, der läuft doch. Boah, ist nicht so. Ah! Okay, warte, wir müssen uns erstmal kurz um den kümmern. Ich weiß gar nicht, wer den hier schon so wenig Leben gebracht hat. Ich weiß nicht, aber egal. So. Irgendwie habe ich es geschafft, seine Attacke auszuweichen. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. So, jetzt bist du dran. Achso, ist Goofy, Mann. Goofy, du bist so cool. Ja, du bist ja spitze. So, haben wir dich geblockt. Der fragt sich, hä? Hat er mal jemand meine Attacke geblockt? Ja, aber niemand blockt meine Attacke. So, jetzt wird der Kleine hier aufwitten. So, dann hat er ihn schon gestoppt. Ich habe ihn noch schöner gestoppt. Und bam. Wollen noch ein paar? Natürlich. Sonst wären es ja nicht meine geliebten Herzlosen, Leute. So. Zack. Weg mit dir. Und nun bist du dran, Dickerle hier. Oh, das Schlüsselschwert ist schon geil, was wir hier haben. Mach doch mal schön Damage hier. So, jetzt hab ich ihn gut. Okay, jetzt wird er erstmal wütend. Oh, jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt bin ich echt in der Sackgasse. Schön eingedämmt. Wollen ein paar vielleicht hier mit mir spielen? Komm, gib mir hier vor. So, du zum Beispiel. Du bist ein guter, mein kleiner Klapp. Okay, du bist kein guter. Du bist noch schlechter. So, jetzt kommen wir uns kurz mal um den. Mit der Flugfähigkeit. Also Leute, ihr seht auch, wie wichtig wirklich die Flugfähigkeit auch im Kämpfen ist. Weil man kann dann den gegnerischen Attacken wirklich so gut ausweichen wie mit keiner anderen Attacke. So, das mit der Ergo dann noch schön kombiniert, da hat man hier schon echt ein Mittel, um wirklich so gut wie allen Attacken auszuweichen. Nicht schlecht, Leute. So. Geschafft. Und nun so langsam sollten sich hier die Herzen doch mal zurückziehen. So, öffnen wir. Und haben einen Rubinstein gefunden, Leute. So. Das zu. Und nun kehren wir wieder in die andere Welt zurück. So, ich bin mir gar nicht mal sicher, ob wir da überhaupt reingehen müssen. Aber Leute, es ist schon ein geiles Level. Egal, ob wir da reingehen müssen oder nicht, Leute. Dass man hier nochmal die alten Welten, die man kannte. Und in denen man schon so viel Abenteuer erlebt hat, nochmal zurückkehrt, Leute. Und ja, im Endeffekt das...
und im Endeffekt hier nochmal so ein Best-of im Endeffekt hat. Nun sind wir in der Welt, wo wir als erstes, nachdem wir hier unsere Freunde getroffen haben, hingereist sind. Das war die Welt hier von Alice im Wunderland und dort haben wir unser erstes Schlüsselloch versiegelt, wenn ihr euch noch dran erinnert. Lange, lange ist es her. Und ja, Alice wurde dort entführt, wir konnten sie nicht retten. Glücklicherweise haben wir sie ja dann in der Hollow Bastion wieder gefunden und ihr Herz wiederhergestellt. So. Ihr Eisfreaks nervt mich gerade. So, auf so engen Raum. Oh, stopp. Hast du gut gemacht. So, weg mit euch. Und darf ich kurz? Nee, oder? Okay, hier sind ein paar von den Blitzdingern und ein paar Vita-Freunde hier. Kein Ding. So, stopp. Er wurde wieder gestoppt. Er ist down. Komm, down und zack, boom. Dann mach nicht immer Stopp. Komm, auch wenn die Viecher nicht so cool sind. Bei denen kannst du es, Mann. Ja, weil die sind echt nervig, diese blöden Zauberer. Okay, Leute, dann machen wir den jetzt. Oh, nicht zurück. Er rast auf die Kiste. So, habt ihr geschafft? Soll ich jetzt die Kiste aufmachen? Dankeschön. So, Leute, hier sind wir in den Wunderbaum gefallen, in das Wunderland gefallen. Und dort war noch Herr Knauf, Leute. Bei dem wir das erste Schlüsselloch war. Wie gesagt, lange, lange ist es her, dass wir hier waren. Doch es endet immer noch nicht. Und wo sind wir da als nächstes hingereist? In die Welt. Ah, nee, da sind wir nicht als nächstes hingereist. Das ist falsch, Leute. Aber dort haben wir auch schöne Abenteuer erlebt, Leute. Ich hab's immer wieder gesagt, einmal Lieblingswelt. Die Arena des Olymps, Leute. Ist hier. Dort haben wir gegen Cloud gekämpft. Mr. Cloud persönlich. Und sind hier zu einem echten Helden geworden. Und haben dort jetzt vor nicht allzu langer Zeit sogar erst das Schlüsselloch versiegelt. Ja, Leute. Auch diese Welt ist schon lange her. Auch wenn es nicht unsere zweite Welt, sondern unsere dritte Welt war. Weil da der liebe nette Cerberus auf uns gewartet hat. So. Ah! Oh, gerade nervst du mich. Komm! So. Du nervst mich gerade. Alter, dieses Viech nervt mich gerade so. Dieses Viech nervt mich gerade so. Oh. Jetzt! Vielleicht jetzt nur mit Magie, wenn er einmal noch so mir im Kreis um mich rumfliegt, Leute. Kriege ich ja richtig die Kratze. So. Darf ich kurz die Kiste öffnen? Ah, ich glaube, Big Daddy verfolgt uns. So. Aber Big Daddy sollte jetzt auch keine so große Herausforderung mehr sein. So. Also, die Herzlosen, die wir gerade eben beim letzten Mal getroffen haben, hier am Ende der Welt, die waren um einiges härter als die hier. Es ist ja aber auch, wie gesagt, so ein kleines Best-of nochmal, der Gegner, die man sonst immer so getroffen hat. So, jetzt brauchen wir nochmal welche. What? Was neu? Hatten wir diesen Drachengegner? Ich weiß es gar nicht. So. Ich sehe, ich habe gerade ein ganz kleines Problem, nämlich, dass ich nicht sehe. Das ist gerade nicht so gut. So. Komm. Oh, die Gegner würde ich jetzt so gerne. Oh, die haben keine Lust. Fliegende Gegner mochte ich noch nie in Kingdom Hearts. Auch wenn man halt im laufenden Spiel vorstellt, halt die echt geile besiegen kann im Endeffekt. Weil man halt die ganzen Fähigkeiten hat, dass man in der Luft mehr Schaden macht, dass man da Kombis auch austeilen kann. Finde ich eigentlich ganz schön, Leute, dass man halt sich auch bemüht hat, dass der Luftkampf halt durch Upgrades auch leichter wird, aber ich mag es trotzdem nicht. Besonders halt deswegen, weil wenn ich hochgehe, dann hauen sie immer ab, fliegen noch höher, dass ich sie wieder nicht erwische. Ich hab mich schon immer in Kingdom Hearts angekommen. Dass immer Gegner im Endeffekt in die Luft fliegen. Und dann, wenn ich ihnen folge, dann fliegen sie noch höher in die Luft. Ich hab mich schon immer angekotzt. So. Besonders ihr kotzt mich gerade an. So. Drache, geh weg. So, Drache ist weg. So, wir haben ja ganz schön viel Magie gebraucht. Das finde ich gar nicht cool. So. Eins wieder Nietzsche ein. Wunderbar. Gut. Dann. Spawn noch mehr Gegner. Warum auch nicht? Komm, flieg doch nicht weg. Ich habe seine Attacke doch gerade geblockt. Aber egal. So. Jetzt. Och, komm schon, Spiel. Bitte mach meine Erinnerung an die Arena so, du nimmst nicht kaputt, mit dem ich hier mit so nervigen Gegnern gerade mich rumschlagen muss. Können da nicht fünf von diesen Schildern kommen? Das ist mir um einiges lieber als einer von diesen Flugviechern. Weil die Schilder sind halt im Endeffekt saumäßig leicht zu besiegen.
So, jetzt haben wir dich hier von hinten erwischt. Bam, und das... Jetzt wird er schon wieder so ein Kreis um mich. Ah, dieser Gegner, gerade ich kriege ich echt die Katze von dir. So, dich kann ich nicht besiegen. So, jetzt haben wir ihn. Gott, okay, da ist noch einer, ein kleiner... So, komm. Der haltet mir definitiv gerade zu viel aus hier. So, ich kümmere mich jetzt um den. Die Teamkollegen, ihr könnt euch gerne um das Fliegerviech kümmern. Ich habe jetzt keinen Bock auf den. Aber natürlich geht er nur auf mich. Das Schild geht nicht auf mich, aber, die Fliegerviecher gehen immer auf mich. Sehr geil. So. Gut, Donald, auf den kannst du mal richtig vernünftig Ergo machen. Auf den kannst du mal richtig hier vernünftig machen. Aber was machst du? Das machst du nicht. Gell? Das machst du nicht. So. Klar, Gravitas machen. Nicht Ergo. Ergo solltest du vielleicht lieber auf uns machen. Das wäre ganz lieb. So. Nächste Location geschafft. So, weiter geht's. Wieder zurück, Leute. Aber wieder zurück ist das falsche Wort, denn wir müssen jetzt erstmal doch wieder fortgehen, Leute. Und zwar fort meine ich jetzt, dass wir einen kleinen Cut machen müssen. Im nächsten Part geht's dann ja weiter mit Kingdom Hearts. Bis dann, verabschiede ich mich. Ich war's, Adam Smurfix. Haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.